Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. In dieser Folge habe ich mir gedacht, machen wir nicht viel, wir arbeiten ein bisschen an unserem Haus weiter. Ich habe gedacht, wir bauen eine zweite Etage. Ja, ich hatte ein bisschen gespielt, also ich habe ein bisschen Offscreen gespielt. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, ich kann euch mal zeigen, was ich alles so dann gemacht habe. Also erstmal, ich habe Full Iron jetzt und Axt und Spitzhacke. Habe hier auch noch mal ein bisschen, weil ich war ein bisschen viel Mining. Dann habe ich mein Haus ein bisschen geupgradet. Ich denke, das ist so schön. Und habe noch einen Weg runter zu der großen Mine, die ist da unten. Habe da einen Weg runtergebaut. Er ist zwar noch nicht so schön, aber man kann hier dann so runterlaufen. Ja, gerade ist er noch echt hässlich. Ja. Okay. Dann packen wir hier einen Block hin. So, okay. Und dann so. Ja. Genau, wir bauen ein bisschen weiter an unserem Haus. Ich fahre jetzt gleich Holz. Oh. Vermutlich wollt ihr das nicht sehen, deswegen cutte ich das dann einfach raus. Und, ja. Ja. Ich habe noch ein paar Bäume neu gepflanzt, aber ja, okay. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich ein paar Bäume abgehetzt habe. So, ich bin wieder da. Ich habe ein bisschen Holz gefarmt, habe ein bisschen Sand gefarmt, weil ich habe schon eine Bauidee. Und ja, ist genau das hier war noch meins. Zack. So. Ich will auch noch für die übernächste Folge und übernächste Folge werde ich dann offscreen noch ein bisschen meinen, weil ich will eine automatische Kartoffelfarm bauen. Ich denke mal, das bringt ganz viel und dann müssen wir uns auch auf die Suche nach einem Dorf begeben. Ja. So, dann bauen wir hier ganz schnell das Dach ab. Gut, tschüss, schönes Dach. Oh, schade. Ganz flottisch. So ein Ding dahin und dann können wir hier oben drauf. Ich spreche hier ein. Zack, 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 zack. So, okay. Weil ich wollte nämlich so eine Erweiterung bauen. Und dann ein ganz großes Glasfenster. Vielleicht kann ich meine Shader-Version reinpacken, aber ich weiß nicht. Dann wird es bestimmt schön aussehen, aber dann leckt es ganz tolle. So, okay. Okay, ich glaube, ich probiere mal meinen RTX-Shader reinzupacken. Wir sehen uns dann gleich, ich schnipp's einmal und dann bin ich wieder da. Okay. Ciao, Leute, ich bin wieder zurück. Es laggt jetzt gerade schon relativ doll. Ihr müsst dann einfach mal in die Kommentare schreiben, ob das so für euch okay ist. Aber es ist relativ schön. Oder ist denn die Sonne? Ach, keine Ahnung. So, genau. Ich wollte das neue Haus bauen. Und ja, dafür. Ja, das beim Bau ist jetzt mal. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich könnte mich eigentlich in dem Mund schlafen. Es gewittert, ich hab Angst. Oh mein Gott, ist das heftig. Guten Morgen, Freunde. So, ich weiß nicht, ob ihr mit dabei sein wollt, wenn ich das Haus baue. Also sehen wir uns gleich wieder. Wie immer, schnipsig. Nach langer Zeit bin ich wieder zurück. Es hat einmal so, keine Ahnung, jetzt gerade war es, glaube ich, 40 Minuten. Ja, der Shader ist immer noch drin. Es laggt, aber also ihr müsst wirklich mal ehrlich sein. Ihr müsst in die Kommentare schreiben, ob es so für euch gut ist oder ob ihr es anders haben wollt. Ja, mein Inventar sieht so aus, weil ich einmal gestorben bin. Das war blöd, aber ja. Zack. Oh Mann. Schade. Aber ich habe was mitbekommen. Was vielleicht cool ist, was wir machen können.
und unser eigenes Schild haben, das Community Schild. Ah, schade. Ich habe nämlich früher mal auf Bedrock gespielt und da konnte dann immer die Waffen in die Hand nehmen. Zum Beispiel jetzt wie die Schere oder so, aber hier geht's leider nicht, weil es auf Java ist. Aber naja. Die Sonne scheint. Sonne. Da hatte ich nochmal einen rein, genau. Und damit baue ich jetzt, glaube ich, ein Schild. Und mit diesem Schild habe ich genug Wolle. Oh, mir fehlt eine Wolle. Aber wenn meine Kalkulationen richtig sind, steht da unten ein Schaf. Wenn wir dieses Schaf killen, dann kriegen wir so ein Fleisch und eine Wolle. Okay. Okay, dann gehen wir da ganz schnell hin. Aber erst müssen wir dann noch so ein Dingstisch bauen, habe ich. Nein. Jetzt muss ich auch noch warten, bis Nacht wird, damit ich zwei Spinnen killen kann. Und diesen. Braucht doch diesen Dingster, oder? Diesen Tisch, wo man die Dingster bearbeiten kann. Okay, nee. Hier für dieses. Das ist ja ein Banner-Symbol und dafür braucht man ja so einen Tisch. Wie heißt der denn nochmal? Okay, dann müssen wir es herausfinden, weil davon, ich kenne davon das Crafting-Rezept. Aber ich meine, ich habe nicht genug von Banner, also. Komm her, Schaf, komm her. Mal schauen, ob er jetzt mit den echten Shader auch Blut sehen kann. Nee, ich war es, aber. Ich habe mein Schwert. Und du werden gleich tot sein. Ernsthaft. Und ernsthaft hier? Mein Haus ist da vorne. Och, Digga. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Schaf umgebracht habe. So, ich bin wieder da. Ich habe meine Items aufgesammelt. Das Schaf ist aber noch nicht tot. Also heißt es. Attacke! Genau. Ich hatte ja vor, für die nächsten Folgen eine unendliche Kartoffelfarm zu bauen. Dafür müssen wir dann aber ein Tor. Oh Gott, leckt's gerade hart. Okay, ich glaube, nächste. Okay, tut mir leid, Leute, aber nächste Folge machen wir ohne Shader. Weil das hier, Optifine ist echt nice, aber. Oh, warte mal kurz. Eine Kuh. Okay. Ja, Optifine ist echt nice, aber seht mal, wie hart's leckt. Es liegt nämlich daran, dass ich diese Version von Optifine auf 1.18 habe. Also nicht die passende Version. Und. Aber diese Welt hier ist auf 1.19. Ihr könnt aber euch entscheiden, schreibt es mal in die Kommentare. Sollen wir eine neue Welt anfangen? Dafür dann mit Optifine und dann sollte es, glaube ich, nicht mehr so viel laggen, weil es dann die richtige Version ist. Aber normalerweise laggt es trotzdem, weil das Optifine Shader tut mein PC nicht so gut. Aber ich wollte zum Beispiel andere Mods installieren, irgendwie. Keine Ahnung. Irgendeine Mod zum Beispiel, diese realistische Minecraft-Mod, wo dann die Items so auf den Boden fallen und die dann so 3D richtig sind. Aber, naja, schauen wir dann. Ja. Genau, hier ein Schild. Jetzt können wir doch, wenn wir eine Blume nehmen. Balume. E. Und wir haben eine weiße Farbe. Können wir das jetzt kombinieren zum Beispiel? Okay, nee, das geht erstmal nicht. Aber auf dem Crafty Tabby. Okay, das geht auch nicht. Ich glaube, das muss man mit dem Banner kombinieren. Sowieso, meine Lieblingsfarbe ist lila, also kommen wir mal eine rote Blume. Zack. Und eine blaue. So. Dann machen wir jetzt mal ein lilanes Community Schild. Zack, 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 ein Banner, machen wir ein lila Banner, lila Banner, oh nee, geht das eher ernsthaft nicht, braucht man dafür so einen Bannertisch? Och nee, Digga.
Oder muss man das hier auf den... Kann man das Schild Hauptsache mit dem Banner kombinieren? Ja, das geht. Okay, Leute, ich glaube, wir brauchen so einen Bannertisch. Wir sehen uns dann wieder, wenn es Nacht wird. Oder... Na, aufkommen. Wir beenden damit die heutige Folge. In der nächsten Folge machen wir das. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. In der nächsten Folge wird es ohne Shader gemacht, weil es sieht zwar wunderschön aus, aber es laggt schon in den Aufnahmen richtig hart. Hütte Ekul wurde erweitert zu einer hässlichen Dings, was auch immer. Ja, okay. Dann war's das für das heutige Video. Wir sehen uns morgen wieder.